Komm schon, Baby. Ich will das nicht. Jeder sollte sich die Zähne putzen. Und ich bin nicht jeder. Hey, ist da jemand? Oder müssen nur wir sie putzen? Wow. Ist das Rapunzel? Wo bin ich? Ich muss weg von hier. Was machst du in unserer Dusche? Oh, wow, du bist eine Meerjungfrau. Hör auf. Fass mich nicht an. Was ist, wenn du ansteckend bist? Was redest du denn da? Ich wollte dich nur umarmen. Aha. Oh, hier geht es raus. Ciao, ciao. Hey. Und wo ist sie hin? Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht noch einholen. Wenn du es nicht versuchst, wirst du es nicht wissen. Wow, es ist so schön hier. Hallo. Oh, hallo. Was? Wer hat das hierher gebracht? Ich werde es herausfinden. Aha, Verlierer. Autsch. Schikaniere niemals die Kinder. Oh, geht's dir gut? Ja, nur zu frech. Lass mich sehen. Was? Adoptiert? Also bist du jetzt meine Tochter? Das hättest du nicht tun müssen, aber danke. Es ist keine Loungezone mehr, es ist ein Chaos. Okay, was sollen wir tun? Du hast etwas im Gesicht und kannst es nicht abwaschen? Sieht aus, als ob wir in Schwierigkeiten stecken. Komm mit. Weißt du, ich habe eine Idee. Überraschung. Wow, ist das alles für mich? Wie cool. Oh, das können wir bestimmt gebrauchen. Mehr Jungfrauengesichtsreiniger. Was meinst du? Du musst es in Aktion sehen. Es wirkt Wunder bei problematischer Haut. Wow, meine Haut atmet. Cool. Aber der Reiniger erstickt. Lass ihn uns weglegen. Oh, vielleicht ist es besser, ihn wegzuwerfen. Was denkst du? Wow, ich bin hübsch. Natürlich, wie die Mutter, so die Tochter. Dein Haar ist so trocken. Oh, schau, Ariel. Wow. Puh, gutes Timing. Hey, mal sehen, was wir in der Beautybox haben. Ich glaube, wir müssen deine Haare an die Lockenwickler gewöhnen. Was? Das wirst du schon sehen. Vergiss die Zöpfe. Mit diesem Gerät wirst du herausfinden, was dein Haar alles kann. Lasst uns einen Strang einhaken und ihn hierher legen. Lasst uns das Gleiche mit dem zweiten Strang machen. Fertig. Ich bin so glücklich. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten. Ich glaube, es wird noch etwas länger dauern. Oh, ich glaube, es wird Zeit. Es war mein Traum, das zu tun. Ich bin wie eine echte Hollywood-Schauspielerin. Wow, du hast Talent. Mama und ich kennen uns erst seit 2 Stunden, aber schau mal, wie ich mich verändert habe. Magst du es? Sehr schön. Mama, kann ich die gleichen Augen haben? Natürlich, Schatz. Lass uns etwas Stylisches aussuchen. Wie wäre es mit diesem Make-up? Ich will Fischaugen. Oh, ich sehe, du hast Geschmack. In der Beautybox sollte ein Lidschattenset sein. Oh, ich habe es gefunden. Du bist so einfallsreich. Gib's mir. Ich bin froh, dass ihr euch getroffen habt. Er muss hier rausgefallen sein. Schauen wir mal. Aha. Papa hat beschlossen, einen Spaziergang zu machen. Er wollte nur seine Enkelin kennenlernen. Ich hab's. Lasst uns die Schablone auf das Augenlid legen und mit dem Lidschatten beginnen. Das Wichtigste ist, dass du die Schablone befestigst, sonst schwimmen die Fische weg. Wow, so schön. Vermisst, ich bin einfach ein Profi. Oh, ich hoffe, ich bin stark genug, um ihr Makeover zu vollenden. Leg es beiseite, steh still und lass dich anschauen. Nein, 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 nein. Dein Stil bekommt ein Dislike. Und dieser Rock, was sollen wir mit dir machen? Oh, ich habe eine Idee. Es ist ernst. Ich muss das Mädchen retten. Ich glaube, das wird reichen. Mama, schau mal, ich bin ein Oktopus. Kinder sind so lustig. Lass deinen Onkel Paolo in Ruhe, Süße. Probier es an. Das gefällt mir nicht. Um ehrlich zu sein, mir auch nicht. Oh, ich weiß. Lass es uns ein bisschen anpassen. Wir machen einen Top. Und das Thema Meer. Ein Fischernetz? Das ist perfekt. Ich wusste es. Aber das ist noch nicht alles. Schau, was ich habe. Du wirst so gut aussehen. Lasst uns ein paar Perlen ins Netz legen. Ein bisschen Seetang. Hier, bitte sehr. Das ist viel besser. Ich bin so glücklich. Was denkst du, was wir als nächstes tun werden? Wenn das Baby eine Meerjungfrau sein will, braucht sie einen Schwanz. Genau. Baby, willst du den gleichen Schwanz? Natürlich will ich das. Ich werde ihn jetzt machen. Was meinst du?
Okay, wir müssen den Kindern die Freiheit geben, sich selbst auszudrücken. Oh, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt genau wie du. Sieht aus, als hättest du dich gefangen. Aber du kannst meine Beine nicht sehen. Darum geht's nicht, Babe. Lass uns einen richtigen Schwanz machen. Wenn alles fertig ist, musst du deine Beine da reinstecken. Los geht's. Wir gießen hier etwas rosanes Meerwasser hinein. Lass uns ein paar Juwelen und Muscheln hinzufügen. Oh, und etwas Zauberpulver. So schön. Darf ich? Wow, das fühlt sich so toll an. Habt keine Angst. Wow, wir haben es geschafft. Perfekt. Los geht's, ich kann es kaum erwarten, ihn in seiner ganzen Pracht zu sehen. Zeig deinen Schwanz. Danke, Mama. Das ist noch nicht alles. Mit so einem Schwanz brauchst du die Schuppen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das für den Kopf. Kluges Mädchen. Ich mache es. Keine Angst. Das ist eine tolle Schablone, wenn du die Schuppen machen willst. Wow, so einfach. Und so schön. Die Meerjungfrauen kennen sich mit der Mode aus. Gefällt dir mein neuer Look? Ich finde ihn einfach klasse. Warum brauchst du ein Mikrofon? Ich zeige es dir. Wow, das klingt so schön. Willst du das auch machen? Ich liebe auch Hard Rock. Weiter so. Baby Shark. Ein Hai? Wo? Was für ein Albtraum. Oh, la la la. Mir reicht's. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich tanze, tanze. Mit meinen Händen. Was denkst du, Mama? Einfach wunderbar. Du hast ein großes Talent. Gib mir eine Sekunde. So ist es besser. Wollen wir uns zusammen den Babyhai anhören? Nein, danke. Lasst uns lieber Elsas Lied anhören. Das erste Hai-Baby. Nein, stopp. Leute, schreibt in die Kommentare, welches Lied besser ist. Elsas Let It Go oder das von Baby Shark. Lass mal sehen. Es muss hier sein. Wo ist es? Oh, endlich. Mein Zapfweber. Er wird dir bestimmt gefallen. Und es geht viel schneller als mit der Hand. Was sagst du? Willst du das zweite Exemplar? Wow, das ist unglaublich. So schnell und so schön. Aber irgendetwas fehlt noch. Ich weiß. Ich frage mich, ob sie sich die Zähne geputzt hat. Ich glaube, ich bin schon da. Hey, kannst du mir ein paar Haarnadeln geben? Was war das? Wer ist da? Hier ist das fehlende Stück. Das ist für dich. Es sind noch mehr in der Kiste. Solche Haarnadeln wird niemand sonst haben. Die Beautybox braucht ein bisschen Zeit. Schumschick. Bist du bereit? Schau. Wow. Worauf warten wir noch? Lass es uns anprobieren. Toll. Und noch ein paar mehr. Ich bin die schönste Meerjungfrau. Ich bin so stolz auf dich. Hey, was ist das? Sei vorsichtig. Oh nein. Sieht aus, als hätten sie mich erwischt. Hilfe ist da. Halt dich fest. Ich werde dich retten. Baby, sei vorsichtig. Niemand wird mir meine Mama wegnehmen. Oh, ich muss sie irgendwo festbinden. Jetzt versuch mich zu bewegen. Jetzt können wir uns entspannen. Was? Wie ist das möglich? Hör auf! Schum-Trick-Polizei! Was ist passiert? Mama ist süchtig geworden. Verstanden, keiner bewegt sich. Besonders du nicht, Stuhl. Danke, Officer Kevin. Ich bin dir gerne behilflich. Du bist unser Retter. Mama, geht's dir gut? Puh, das war schon schlimmer. Ich glaube, es ist an der Zeit, es loszuwerden. Und weißt du, was ich gerade denke? Scheint die beste Zeit zu sein, um den Müll rauszubringen. Guten Appetit, Fischer. Oh, und das ist ein Geschenk von mir für Sie. Hey, deine Bestellung ist fertig. Du kannst sie abholen. Gib mir 5. Okay, Schwimmsüße. Aua. Wer hat das alles gemacht? Oh, ich glaube, ich weiß, wer es sein könnte. Ich habe eine Idee. Das Mädchen braucht wirklich einen Organizer. Lasst uns eine Blechdose anmalen. Verteile nun die Luftknete auf der Form für die Buntstifte. Toll, wir machen die Donuts aus der weißen Modelliermasse. Das werden die Saugnäpfe von der Krake sein. Jetzt verbinden wir sie mit dem Hauptbecher. Chum-Chick. Fast fertig. Und jetzt die Buntstifte. Umwickle eine Kante mit Play-Doh. Und mache das Ende unserer Krakententakel. Jetzt werden alle Buntstifte ihren Platz haben. Wow, es ist besser geworden, als ich dachte. Wow, was hast du denn da? Ich habe es für dich gemacht. Ich kann auch etwas daraus machen. Benutze die Klebepistole, um das Puppet zu füllen. Wir sollten kleine und ordentliche Perlen besorgen.
Lass uns eine Menge machen. Wenn der Kleber aushärtet, ist es fertig. Wir haben sie mit den Perlen auf einen Faden gesteckt. Ich glaube, ich habe ein tolles Armband gemacht. Schau mal, Baby, was sagst du dazu? Wow, hast du das gerade gemacht? Natürlich. Danke, Mama. Oh, ich glaube, wir haben heute noch nichts gegessen. Kann ich ein Eis haben? Warum nicht? Warte einen Moment. Ich rufe die Trump-Trick-Lieferung an. Hallo, ich möchte ein Eis für zwei bestellen. Okay, Unterwasserreich, der Navigator hat mich hierher gebracht. Einen Schritt nach links? Du meinst in die Toilette? Ja, nicht jeder kann es sich leisten, in Trumville zu mieten, aber das ist okay. Hoffentlich muss ich nicht runter. Komm schon. Puh. Und es ist schwieriger, als ich dachte. Du wirst dorthin gehen, ob es dir gefällt oder nicht. Komm schon. Was soll ich tun? Oh, ich habe eine Idee. Ich glaube, das wird viel einfacher sein. Sie haben ein Eis für zwei bestellt. Ich denke, das wird reichen. Und ein Kompliment vom Chefkoch. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Okay, ich habe heute gute Laune. Hier sind noch mehr Toppings, die du probieren kannst. Fertig. Bon voyage und bon appétit. Wow, gerade noch rechtzeitig. Und der Geruch. Willst du auch was? Ich habe eigentlich keine Lust. Das war doch deine Idee. Wie geht? Vielleicht dieses hier? Nein, dieses hier ist besser. Suchst du die Ohrringe aus? Kann ich sie auch haben? Ich weiß gar nicht, was am besten zu dir passen würde. Was ist mit denen? Was redest du da? Sei nicht zu bescheiden. Wir finden schon was Schöneres. Ich glaube, ich habe etwas Interessantes gefunden. Ja, das wird reichen. Daraus machen wir Ohrringe. Genau. Jetzt zeige ich dir, wie es geht. Wir überziehen die Schale von innen mit Trump-Trick-Nagellack. Jetzt zwingen wir die Kette in das Loch. Auf der anderen Seite werden wir eine Perle haben. Schau mal, du hast eine Glücksmuschel. Willst du sie anprobieren? Wow, du siehst so gut aus, Baby. Gib mir 5. Du bist die coolste der Welt. An nur einem Tag haben wir meinen ganzen Look verändert. Jetzt wird mich niemand mehr eine Streberin nennen. Ich glaube, alle in der Schule werden von meinem Outfit schockiert sein. Was gibt's? Ich habe noch ein Geschenk für dich. Ein echtes Meerjungfrauendiadem. Wow, so schön. Genau wie du und ich. Ich werde dich so sehr vermissen. Ich werde dich vermissen, Baby. Vergiss mich nicht. Du weißt immer, wo du mich findest. Mach's gut. Wow, jetzt werde ich bestimmt die Königin der Schule. Baby, was ist los? Du siehst unglaublich aus. Wie hast du das gemacht? Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Schöneres gesehen. Ja, aber es ist nicht dein Spiegelbild. Was? Vielleicht möchte ich auch schön sein. Warum? Okay. Ist das die Partyschlange? Kommt her, ich habe keine Angst. Was seid ihr, Sterbliche? Ist es Vampirella? Komm schon. Hey, du, bleib stehen. Oh, und ich habe ein Ticket. Würdest du mir die Ehre erweisen? Das brauche ich gar nicht. Ein Autogramm von Vampirella. Danke, du bist die Beste. Das ist lächerlich. Ich dachte, es wäre ein anständiger Laden. Du hast einen Kunden verloren. Komm schon, Süße. Was haben wir denn hier? Ich bin Maya. Ich bin neu hier. Rrr, Vampire. Mädels, schaut mal. Sie wollte sich uns anschließen. Die Tatsache, dass du eine Fledermaus bist, bedeutet nichts. Ich wollte nur mit dir tanzen. Halt dich fest. Trockne deine Tränen. Dankeschön. Und wie komme ich dahin? Die 5. Blutgruppe. Schau. Nicht hier. Aua. Sieh mal wo. Du fliegst. Oh, du bist so süß. Warum quiekst du denn so? Aha. Ist das wahr? Ja, ich schaue sie an. Danke, kleine Fledermaus. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Hoffentlich bemerken sie mich nicht. Ich glaube, ich brauche es mehr. Ich hab's. Wow. Das ist ein echter Plan. Danke nochmal. Ich muss jetzt los. Was? Und was ist mit mir? Willst du mit mir kommen? Lass uns hier verschwinden. Viel Glück, Leute. Sortiert den Müll. Okay, wir sind zu Hause. Fangen wir mit meiner Umgestaltung an. Aber der Plan hat so viele Schritte.
Ich fange mit dem einfachsten Schritt an. Lasst uns die Reißzähne ausprobieren. Seid ihr bereit, Zähne? So geht es nicht. Schauen wir mal, was ich habe. Eine Feile? Ja. Diese neuen Reißzähne werden mir auf der Party sicher helfen. Wie ist das passiert? Ich hätte mir nicht jeden Tag die Zähne putzen sollen. Ich muss zu einem Profi. Hallo, ich brauche einen Termin. Sie behandeln auch Vampire? Mr. Beast? Warum ist er hier? Ist er auch ein Vampir? Sie haben es nicht von mir gehört, aber ja. Du machst Witze. Leute, meint ihr, der Zahnarzt sagt die Wahrheit? Schreibt es in die Kommentare. Bitte setz dich auf einen Stuhl. Mach es dir bequem, wir fangen gleich an. Öffne den Mund so weit wie möglich. Ah! Ah! Was ist das? Schrecklich. Das machen wir jetzt weg. Das macht dir doch nichts aus, oder? Mr. Beastie hat uns Zahnseide geschenkt. Entferne sie bitte. Super, mach den Mund auf. Siehst du, es ist keine große Sache. Perfekt. Machen wir weiter mit dem Bleichen. Und jetzt, Maya, das, worauf du gewartet hast. Deine Vampirzähne. Sind es wirklich meine? Doktor, bitte. Nur einen Moment. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit deinen Reißzähnen. Jetzt musst du bezahlen. Hör auf. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ach, komm schon. Was hältst du von meinen Zähnen? Schon wieder diese Akne. Was sagst du da, kleine Fledermaus? Du hast mir ein Schminkset mitgebracht? Gib es mir. Nein, das ist nicht genug für dein Gesicht. Nein? Soll das ein Scherz sein? Okay, denkst du, ich nehme es dir nicht ab? Und ich dachte, du bist mein Freund. Ich werde nicht aufgeben. Komm schon, was sagst du jetzt? Gib es mir. Wow. Out. Direkt ins Gesicht. Puh, das war knapp. Jetzt kann ich mich um mein Make-up kümmern. Ja. Mal sehen, was wir hier haben. Porenstaubsauger? Das sollte ich ausprobieren. Oh, er saugte an meiner Haut wie ein Vampir. Aber jetzt bin ich ewig jung. Danke. Meine Akne ist nur die halbe Miete. Jetzt muss meine Haut blass und glatt sein. Mit diesem Gerät wird das ganz einfach sein. Ich bin bereit zum Abwischen. Wow, so hübsch. Und die Wimpern. Einfach perfekt. Lasst uns jetzt diese Messgeräte testen. Oh oh, fühlt sich an wie ein Paradies. Leute, was denkt ihr? Werde ich mit diesem Make-up auf ihre Party kommen dürfen? Nach den Reißzähnen und der blassen Haut kann ich über einen Biss nachdenken. Aber psst, ich weiß, wie ich es anstellen muss. Hey, ihr seid doch Vampire, oder? Was? Könnt ihr mich beißen? Nur einmal? Oh nein! Ich beiße lieber mich selbst, wenn es mir hilft, dich nicht zu sehen. Verschwinde! Hey, ich habe gehört, du brauchst einen Vampir, der dich beißt. Was? Ich kann dir helfen. Schau, Werwölfe, Vampire, Wildkatzen. Wow, das ist ja eine ganze Sammlung. Kann ich einen Vampirbiss haben? Alles hat seinen Preis. Ist das okay für dich? Ich bin bereit zu opfern. Ich möchte, dass du diese hier nimmst. Für dein Geld erfülle ich dir jeden Wunsch. Komm näher. Kannst du... Oh, vorsichtig. Na gut, viel Spaß. Danke, ich werde sie meinen Freunden empfehlen. Hat diese Person mich angespuckt? Ich habe meine Meinung geändert. Ich muss das richtige Outfit aussuchen. Was haben wir denn hier? Ich dachte, jemand hätte sie gestohlen. Wow. Oh, was ist das? Sieht aus wie ein Spielautomat. Ich habe einmal Glück gehabt. Oh, wow. Das ist ein Glücksbringer. Nochmal spielen? Lass es uns versuchen. Was bekommen wir diesmal? Wow. Das würde ich nie alleine hinbekommen. Super. Was fehlt noch? Schauen wir uns den Plan an. Ich habe alles außer dem Umhang. Und wo kann ich ihn bekommen? Was ist ein Vampir ohne einen Umhang? Oh, es könnte funktionieren. Okay, Tischtuch, das ist deine Sternstunde. 1, 2, 3. Zum Trick. Oh, das ist okay. Gut, dass ich noch im Spiegel bin. Diese Frisur passt nicht zu meinem neuen Look. Ich habe eine Idee. Ich werde alles brauchen. Die Haare sind mein größtes Projekt überhaupt. Lass es uns erst bürsten und locken.
Toll. Als nächstes fügen wir die Zöpfe hinzu. Ich bin so froh, dass ich so ein praktisches Gerät habe. Es ist so einfach. Und endlich können wir mit dem Lockenwickler anfangen. Ich bin sicher, alle werden es lieben. Lala! Wow, so frühlingshaft. Hey, warum guckst du so? Ich bin noch nicht fertig. Jetzt kannst du gucken. Sehe ich aus wie ein Vampir? Hey, du bist das Skelett. Hallo, ich stehe hier ganz allein. Ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Lass uns dich noch brutaler machen. Warte doch mal, ich bin fast fertig. Jetzt geht's los. Ich bin statt dir brutal geworden. Bist du bereit, 5 Unterschiede zu finden? Ich glaube, das wird ganz einfach sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine große Auswahl haben würde. Das hier sieht wunderschön aus. Woher bekomme ich so viel Blut? Ich habe 3 bis 4 Liter, aber das ist eindeutig nicht genug. Vielleicht brauche ich kein Blutopfer. Aber natürlich. Wer braucht schon Kataloge, wenn man seine Fantasie und seine Hände hat? Chum-Chick. Was? Warum hat er nicht funktioniert? Oh, ich hab's. Es ist eine Vampirhalskette. Okay, ich glaube, ich brauche sowieso etwas Blut. Ein paar Tropfen und die Halskette ist fertig. Sie wird perfekt aussehen. Wow, besser als in jeder Modezeitschrift. 144 Schafe. Mein Nacken ist so steif. Gut, dass ich dieses Gel habe. Lass es uns benutzen. Oh nein, ich muss auf das Verfallsdatum achten. Oder noch besser, das Massagekissen testen. Entspannungsmodus. Oh, das ist so schön. 146 Schafe. Haben Vampire graue Augen? Nein, ich glaube nicht. Toll, dass ich Linsen für einen besonderen Anlass habe. Ich glaube, der Tag ist gekommen. Ich bin sicher, diese Augen werden Aufmerksamkeit erregen. Cool. Ich glaube, das steht mir. Und noch eins. Ich mag es. Oh, warum mache ich mir selbst Angst? Oh nein, ich sollte nicht mit diesen riesigen Lippen ausgehen. Okay, wir bringen das jetzt in Ordnung. Ich will mich nicht vor allen blamieren. Es geht nicht. Oh, ein Lippenstift. Und so eine leuchtende Farbe. Versuchen wir es. Er hat die Farbe von Blut und er passt perfekt zu meinen Augen. Viel besser. Ich muss mich erst an meine neuen Lippen gewöhnen. Ryan, ich hoffe, es macht dir nichts aus. Mach dich bereit für einen Kuss. Hey, wo bist du hin? Oh, meine arme Stirn. Maya, geht's dir gut? Ja, kleine Fledermaus, mir geht's gut. Oh! Hey Leute, gefällt euch mein Makeover? Glaubt ihr, die Vampire werden mich jetzt reinlassen? Ihr wollt einen Kampf? Ich werde gewinnen. Breakdance! Nein! Oh! Oh, ich hoffe, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Und was ist mit meinem Rucksack los? Er wird auch ein Vampir werden? Wow, das ist cool. Es ist nicht nur ein Rucksack, es ist auch ein Vampirbett. Sieht aus, als müsste ich mir auch in die Hände beißen. Warte, ich habe eine bessere Idee. Chum-Chick, nimm das. Nein. Ist der Koch bereit? Ich verwandle dich in Pulver. Ich glaube, das ist zu viel. Nein. Genau das, was ich gebraucht habe. Wow. Es ist Zeit, meine Liste zu überprüfen. Das habe ich gemacht und das auch. Sieht aus, als wäre ich fertig. Ich bin kein schüchternes Mädchen mehr, jetzt bin ich ein Vampir. Hey, kleine Fledermaus, ich danke dir so sehr. Was? Du bist ein Vampir? Hm, und außerdem ein Prinz. Zeigen wir ihnen, wer hier die wahren Vampire sind. Wer ist der Nächste? Das ist der beste Tag meines Lebens. Und Vamp ist hier bei mir. Hey, ihr Blutsauger, geht aus dem Weg. Lasst mich rein. Du bist dieses Mädchen. Dachtest du, ich würde dich nicht erkennen? Du kannst mich nicht anzischen. Geh mir aus dem Weg. Wir kommen rein. Es gibt keine Schranke für mich. Hast du das verstanden? Aber das ist meine Party. Was? Bitte hör auf damit. Vieräugiges Mädchen. Warum tust du das? Ich kann das nicht mit ansehen. Geh weg von ihr. Hast du mich gehört? Bitte friss mich nicht. Mach dir keine Sorgen. Du kannst auch ein Vampir werden. Hier, nimm das. Danke, Ma'am. Auf Wiedersehen. Sieht aus wie eine Vampir-Checkliste.
Wenn ich das alles bekomme, kann ich ein Vampir werden. Oh, ein Umhang. Ich kann ihn gebrauchen. Welche Seite? Señorita, das gehört mir. Weckt nicht die Bestie in mir. Der Stier scheint schon wütend zu sein. Taro, wuhu! Darauf war ich nicht vorbereitet. Der Dompteur der Umhänge und Toreradoren. Hey, ich habe es nicht beendet. Vampire sind die Kinder der Nacht. Sie versammeln sich oft auf Friedhöfen. Das ist eine tolle Ernte. Und hier sind sie. Jetzt wirst du mich beißen. Ein Hoch auf die Blutspendezentren. Oh nein, Vampire, bitte beißt mich nicht. Mein Hals ist so empfindlich. Und mein Blut ist so süß. Hey, hast du das gesehen? Ich denke, wir sollten uns fernhalten. Ich werde dein treuer Diener sein. Beiß mich einfach. Ich habe meine Restzähne nicht in einer Müllhalde gefunden. Ich sehe also nicht lecker genug aus. Was sagst du dazu? Okay, Zeit damit aufzuhören. Lass uns gehen, Franz. Nein! Oh, das ist peinlich. Es ist nichts passiert. Habe ich es getan? Vielleicht sollte ich mit dem Kopf nach unten schlafen. Oh, mein Kopf tut weh. Und dieser Biss. Er ist so tief. Ich bin sicher, die frische Luft wird mich aufheitern. Ah, es brennt. Mach das Licht aus. Ich muss mich davon fernhalten. Ah! Wow, ich verwandle mich in einen Vampir. Schlafen Vampire in rosa Betten? Ich muss etwas dagegen tun. Und ich glaube, ich weiß was. Ich muss einen Sarg bauen. Na toll. Schauen wir mal, was ich habe. Ich frage mich, ob es passt. So, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Das ist eine Friedhofskälte. Ich denke, eine warme Decke kann niemandem schaden. Nur ein paar Worte und ich löse das Vampirkreuzworträtsel. Wie heißt er? Ist mir entfallen. Wer ist der berühmteste Vampir? Dracula? Dracupa? Leute, vielleicht könnt ihr mir helfen. Wenn ihr seinen Namen kennt, schreibt eure Antwort in die Kommentare. Okay. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin seit kurzem ein Vampir und brauche die Reißzähne, weißt du? Ja, natürlich. Setz dich doch. Oh, danke. Okay, sag ah! Keine Sorge, ich verpasse dir die schrecklichsten Reißzähne. Bist du sicher? Auf jeden Fall. Schau mal. Du hast mich nicht erwischt. Ich verwandle mich in eine Fledermaus, nicht in einen Biber. Nimm es weg. Nicht mehr sagen. Okay. Ein bisschen mehr. Und fertig. Was meinst du dazu? Es wurde nur noch schlimmer. Ich brauche scharfe Reißzähne. Okay, okay, nur nicht weinen. Du bekommst deine Reißzähne. Ist es das, was du wolltest? Wow, noch besser. Danke, Herr Doktor. Jetzt müssen wir die Aktion testen. Was ist mit der Unsterblichkeit? Ein cooler Vampir wie ich muss cool aussehen. Aber es ist, als würde ein Einhorn in meinem Kleiderschrank leben. Alles ist so bunt. Schon schick. Puh, jetzt sehe ich aus wie der Helfer des Weihnachtsmanns. Vielleicht ein Kimono? Kia, nimm den Pflock weg von mir. So ist es besser. Aber ich kann noch einen stylischen Rockerinnen-Look ausprobieren. Wow, genau das, wonach ich gesucht habe. Es ist Zeit, sich zu schminken. Ich musste ein Vampir werden, um mein Make-up abzustauben. Holen wir uns ein paar Lidschatten. Und jetzt den scharlachroten Lippenstift. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen. Hey, wo ist mein Spiegelbild? Und warum habe ich mich geschminkt? Nur weil ich es nicht sehen kann, heißt das nicht, dass andere es nicht sehen können. Und was? Ist das besser? Und was ist damit? Aha, ein Schatten? Eine tolle Idee. Also, schau mal. Ich hoffe, es ist mir gelungen, nicht nur dein Make-up, sondern auch deine Seele zu zeigen. Hey, das sieht gut aus. Dieses Schmuckstück passt perfekt zu meinem Charme. Oma von Helsing, du warst so gut zu mir. Ich danke dir. Woher kommt dieser brennende Geruch? Kocht da jemand Hühnchen? Edward Cullen! Ich bin Feuer und Flamme, denn ich bin Feuer. Wir können doch nicht einfach Marshmallows verschwenden, oder? Hm, knusprig. Natürlich nicht das Blut, aber es ist auch lecker. Okay, nichts für ungut, Oma. Out! Wie eine Bratpfanne.
Handgemachter Schmuck ist immer im Trend. Die Perlenkette ist ein zeitloser Klassiker. Das wird toll aussehen auf meiner blassen Haut. Aber ich bin nicht nur ein Aristokrat, ich bin auch ein Vampir. Ich werde ein paar Perlen wie die Ströme von Blut stylen. Designerschmuck, der nicht sticht. Das ist ein Traum. Diese Bastelei und die Erwähnung von Blut haben mir Appetit gemacht. Mal sehen, was ich noch in der Küche habe. Ich sehe kein Verfallsdatum, das heißt, ich kann es schmecken. Nudeln und Mais. Jetzt bin ich auch noch Essensdesigner. Was wäre ein Vampir-Dinner ohne eine geheime Zutat? Lasst uns das nach Augenmaß machen. 2 Liter sollten ausreichen. Mit dieser Tomatensauce wird alles lecker. Knoblauch. Er gibt mir die nötige Würze und stärkt meine Immunität. Es bringt mich nicht zum Weinen. Autsch, was ist das, Termiten? Wage es nicht, mir näher zu kommen. Hast du mich verstanden? Ist heute ein Verbrennungstag? Warum tut es so weh? Nun, das hat meine ganze Küche ruiniert. Aber du wirst mir trotzdem nicht das Essen verderben. Roland konnte seine Augen nicht von ihrer Schönheit lassen. Oh, darf ich auch mal? Nur einmal? Ernsthaft? Vielleicht solltest du lieber ein Buch lesen. Du weißt nicht, mit wem du dich hier anlegst. Ich werde dich besiegen. Sieh zu und lerne. Slam Dunk. Von hinten. Sieh mal, Jordan. Direkt vor deiner Nase. Schau, du hast es schon wieder verpasst. So. Hey, Neuling, geh mir aus dem Weg. Vorsicht. Was für eine Schande. Der Bücherwurm hat mich erwischt. Du hast nicht aufgegeben. Du bist zerstört. Macht's gut. Ich habe interessantere Dinge zu tun. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.